Morgen, liebe Yoga Du Fans, liebe Tanzschüler aus der Tanzschule Steini Bierhaus, alle, die uns jetzt gerade zuschauen. Ich grüße euch herzlich in diesem wunderbaren Montagmorgen. Die Sonne lacht und ja, wir können richtig viel Vitamin D tanken im Moment. Also mein Ruf an euch, geht raus und genießt das schöne Wetter. Ich bin natürlich wieder am Start für euch mit einer neuen Yoga Du Faszien Übung. Auch hier ist unser Thema wieder weniger hilft viel oder wenig hilft viel. Ihr wisst, dass das eben mir auch ein ganz großes Anliegen ist, dass ihr wisst, auch wenn wir heute wieder nur eine Übung machen, die für den unteren Rücken und für die Hüfte super, super klasse ist, tut ihr aber generell sehr, sehr viel und euch sehr viel Gutes, weil es eben immer auch den ganzen Körper betrifft. Wenn der untere Rücken mobil ist, wenn ihr im unteren Rücken schmerzfrei seid, dann habt ihr sehr, sehr viel Gutes auch für eure Hüfte getan. Wenn du weiter denkst, wenn der untere Rücken stabil, wenn der untere Rücken schmerzfrei und beweglich ist, wenn die Faszien dort schön fluide arbeiten, hast du natürlich auch was Gutes für deine Brustwirbelsäule getan. Und die Kette könnte man jetzt weiter aufspannen Richtung Halswirbelsäule, Richtung Kopf-Nackenbereich. So, ihr seht also, bei Yoga Du ist es ganz wichtig, dass ihr versteht, warum mache ich eine Übung und dass ihr diesen inneren Druck nicht habt. Ich muss wahnsinnig viel tun, um gesund, fit, beweglich und ja, letzten Endes auch achtsam mit meiner Gesundheit umzugehen. Diese Übung ist für den unteren Rücken, für das Becken, der sogenannte Beckenkreisel. Macht es euch zu Hause, wenn ihr mögt, einfach auf dem Rücken liegend gemütlich. Stellt die Füße auf, lasst einmal so ein bisschen die Beine auslockern. Achtet darauf, dass eure Schulterblätter ein bisschen so wie so eine Blaupause auf der Matte hinterlassen. Möglichst viel Körperfläche auf dem Boden. Dann nehmt ihr eure Hände zu Hilfe, umfasst mal dort die Beine, wo ihr sie umfassen könnt. Ja, so am Anfang, als ich sehr schwere Rückenschmerzen noch hatte, weil ich auch jahrelanger Rückenschmerzpatient war, konnte ich die Beine gar nicht an den Körper rankriegen. Und im Laufe der Zeit, wenn man die Übung regelmäßig macht, generiert man hier auch eine schöne Dehnung in den Hamstrings, in den rückseitigen Beinmuskeln. Und dann kann man hier sehr schön mal beginnen zu kreiseln. Achtung, liebe Yoga-Fans, die Bewegung kommt nicht von den Händen, sie kommt nicht von den Knien oder von den Beinen. Sie kommt, wie immer, das kennt ihr schon, sie kommt vom Steißbein aus, sie kommt vom Becken aus. Ja, wir wollen ja nicht die Knie quasi kreiseln lassen, wir wollen im unteren Rücken und im Becken Mobilität erzeugen. Also denken wir in dem Moment, ja, ist der Denkende, letzten Endes der Denkende, Übende oder der Denkende Tänzer, wir denken an das Steißbein. Schön langsam und beide Richtungen. Ja, super. Und wenn wir das jetzt in einer Variante mit den Igelbällen machen wollen, legt ihr sie unter den Po. So, oberer Po-Muskelansatz. Findet mal die Stelle, wo es so ein kleines bisschen Massageeffekt auch hat, wo ihr vielleicht auch merkt, da ist der Po verspannt. Wo ihr merkt, er ist ja sehr eng, sehr fest, fühlt sich nicht rund an. Und dann könnt ihr die Übung hier auch mit dem Igelball machen und habt dann also ganz viele Effekte. Faszientraining, Muskelentspannung, Stressabbau, Beckenmobilisation, Hüftmobilisation und Mobilisation der unteren Lendenwirbel. Ganz zu schweigen von den Side-Effects auf den Rest des Körpers. Ja? Man sagt auch Happy Hips, Happy Mind. Happy Hips, Happy Mind. Also wenn du glückliche Hüften hast, dann geht es auch dir insgesamt gut. So, gibt es kein zu viel, gibt es kein zu lang, mach es so lange, wie du magst, wie du Lust hast und wie es deine Zeit erlaubt. Ich sende herzliche Yoga-Du-Grüße in die Welt, euch in die Woche und ich bin Yoga-Du. Und du? Tschüss!